Peggy 18. Alter, deshalb, jetzt, wie ich schon gesagt habe, es kann irgendwann wieder Dead Space kommen und irgendwann mal nicht. Also, so. Kleines Infovideo zu während der Zeit, während wir hier hinfahren und so weiter. Genau. Gut. Und vielleicht kann ich irgendwie Five Nights at Freddy's herunterladen auf PC, aber dann ist halt das Problem mit der Aufnahme und so. Oder ich mach's irgendwie mit dem Handy, dass ich's auf dem Handy, also so Handy-App und so hab und dass ich dann mit dem Handy auf dem Handy so Let's Playen kann. Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Weil es gibt ja irgendeine App, ich weiß noch nicht genau, wie die heißt oder so. Da kann man auf dem Handy, welches Spiel man dort hat, kann man dann dort aufnehmen. Ja, genau. Das wisst ihr wahrscheinlich eh alle, da erzähle ich jetzt nichts Neues oder so. Aber ich weiß halt nicht, wie die App heißt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht wisst, wie die App heißt. Ich habe keinen Plan. Ich habe mal im Internet geschaut, wie die App heißen könnte. Und dort war halt alles Mögliche dann. Aber dann haben auch viele gesagt, ich brauche noch eine extra App für die App, dass die App klappt. Also ist auch geil. Ich brauche zwei Apps, also insgesamt drei Apps mit dem Spiel halt. Brauche ich zwei Apps, damit die App überhaupt... Nee, ich brauche eine App, damit die eine App klappt und dass ich dann das Ding spielen kann. Ja, ist klar, ist geil. Na ja, okay, aber das ist vielleicht alles noch in ferner Zukunft. Dass ich Five Nights at Freddy's vielleicht mal spiele. Keine Ahnung. Mal schauen. Gut, so, jetzt habe ich wirklich das ganze Ding hier durchgeplappert mit Five Nights at Freddy's. Ist auch geil. Okay, Freddy's Bar. Ja, Freddy's Bar, ist schon klar. Gut. Ich würde aber ganz gerne jetzt nicht in die Cutscene, sondern ich würde ganz gerne was trinken oder so essen. Ja, okay, passt. So, Kollege, du hast Menü, genau. Kein Bier, kein Whisky, kein Brandy, kein Bier, kein Wein, Kaffee, wenn. Ist das alles? Ist das echt alles, was du hast? Du bist auch ein Vollpfosten. Na gut. Dann ein Kaffee. Okay, 10 Cent. 10 Cent ist geil. Bin ich wieder voll? Ich bin voll, perfekt. Okay, Kollege. Joe, was ist los? Hey, wo bleibst du denn, Alter? Gleich nach deinem Anruf los, was gibt's denn? Weißt du noch die Mafiose, die wir als Jungs oft gesehen haben? Ja, wieso? Der Typ, der gleich kommt, ist einer von denen. Sein Name ist Henry Tomasino. Ich glaube, er hat einen fetten Job für uns. Kein Scheiß. Ja, jetzt ist Schluss mit dem kleinen Kram. Jetzt machen wir endlich richtig Kohle. Ah, da kommt er. Red bloß kein Quatsch. Ciao, Henry. Alles klar? Hallo, Joe. Ist er das? Ja, das ist Rita. Ein alter Freund von mir. Freut mich, Mr. Tomasino. Du bürgst für ihn? Sicher, Henry. Ich leg dir Hand für ihn ins Feuer. Okay, also ich habe einen Job für dich. Bring gute Kohle. Ich brauch Benzinmarken. Die sind ein Vermögen wert, weil Sprit knapp ist. Woher kriegen wir die? Von der Preisaufsichtsbehörde. Das ist eine Bundesbehörde. Ist das nicht ein bisschen riskant? Was? Hast du die Hosen voll? Nein. Ich überlege nur, wie wir das empfehlen können. Ach, das wird ein Kinderspiel. Die Marken sind nachts im Safe deponiert, aber ich wette, der Schlüssel liegt irgendwo rum. Habt ihr jemanden da drin? Die Schwester von einem unserer Jungs. Sie ist doch Putzfrau. Kann die uns helfen? Fragt sie doch selbst. Sie heißt Maria Agnello. Hier ist die Adresse. Grüße von mir. Gut, und der Safe? Was, wenn der Schlüssel nicht da ist? Das ist dein Problem. Was springt dabei raus? Ich zahle dir $600 pro 10.000 Gallonen Sprit in Marken. Okay, wir sind dabei. Nein, das muss Vito allein erledigen. Für dich habe ich einen anderen Job. Also, wie sieht's aus, Vito? Kein Problem. Hey, vergiss nicht, eine Knarre mitzunehmen. Man kann schließlich nie wissen, was passiert. Vorsorge ist besser als Nase. Herr Bitch? Moment mal, du überfällst dir keinen Schnapsladen. Der Job muss sauber ablaufen. Wenn der Alarm losgeht, gibt's nur ein Drittel der Kohle. Kapiert? Ja, alles klar. Kein Problem. Also komm wieder, wenn du die Marken hast. Dann ist Zahltag. Gute Schritte. Viel Glück, Vito. Kollege, du willst, dass ich hier in, was weiß ich, irgendwo reinschleich und irgendwelche Benzintankmarken-Dinger hier klau. Also das ist so einfach, weil ich bin Schleichprofi. Also ich will sowieso jede Mission, wenn es geht, schleichmäßig machen. Wenn ich bei der Mission schon schleichen muss, ist es perfekt. Perfekt, besser geht's nicht. Und ich weiß auch genau, wie man hier das Ding macht, dass man keinen Alarm auslöst, denn wenn man es einfach so macht, wie das Spiel es vorgibt, hat man eigentlich schon verkackt. Weil es gibt einen kleinen Trick,
Also es ist kein Trick, es sollte eigentlich so, man sollte es so machen, wenn man die ganze Kohle will. Genau. Und ich werde es auch genau so machen. Ist ja klar, weil ich will 600 und so. Auf jeden Fall, ich will keine 300 oder so einen Kack, sicher nicht. Gut, aber zuerst müssen wir sowieso erstmal diese eine Putzfrau hier abholen, damit die uns weiterhelfen kann. Alles klar, und dann geht es in die, wo war das, Bundesbehörde, glaube ich? Ich glaube, ja, okay. Wird aber kein Problem sein. Das wird kein Problem. Theoretisch, sei denn ich verkackst und heute ist nicht so ein Tag mit Schleichen bei mir, das kann auch sein, aber ich hoffe mal nicht. Und manchmal habe ich so einen Tag, da kann ich einfach nicht schleichen. Und manchmal habe ich so einen Tag, da läuft einfach alles bei Schleichen. Naja, mal schauen, wie es heute ist. So, wo ist denn die Kollegin? Die ist hier. Ja, gegen Tür treten will ich jetzt nicht. Hallo. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Und Maria's Apartment, okay. Maria Agnello, ja, das ist sie. Okay, was, wen haben wir hier noch? Kann ich mal lesen. Paul Tretterer and Michael Zoha. Aha. R.H. Ledick. Okay, das war's. Mrs. Agnello? Ja, was gibt es denn? Ja, hallo, ma'am. Henry Tomasino schickt mich. Er sagt, Sie könnten mir bei einem kleinen Problem helfen. In der Preisaussicht. Ja, habe ich schon gehört. Und was kann ich für dich tun? Ich muss heute Nacht da rein. Okay, ich mache dir einen Vorschlag. Meine Schwester ist gerade im Krankenhaus. Wenn du mich hinkutschierst, dann sage ich dir alles, was du wissen musst. Die Klinik ist gleich gegenüber von dem Amt. Ist also kein großer Problem. Ja, kein Problem. Perfekt. So, das habe ich jetzt eigentlich gemeint mit Details, also dass ich die Tür auch zusperre und so. Das habe ich ja vorher bei Joe und so komplett falsch eingeschätzt. Gut. Dann kommen wir mit jetzt hier. Tür zu, was sehen wir denn hier? Alles klar, komm. Hier ist mein Auto. Kommst du? Ja. Sehr schön. Na komm. Heute noch. Los. Und ras nicht rum wie ein Wilder, ja? Ich weiß schon, wie ihr junge Leute heute macht. Ja, kein Problem. Okay, hör zu. Der Vordereingang ist nachts verriegelt. Du musst also hinten rein. Der Hintereingang bleibt nachts offen? Nein, aber das Kellerfenster ist meistens offen. So kommst du unbemerkt rein. Du willst an den Safe, stimmt's? Ja, woher wissen Sie das? Hab nur geraten. Er steht im Obergeschoss. Dort ist auch das Büro des Direktors. Da findest du die Schlüssel. Okay. Ich steige also hinten durch ein Fenster ein und dann geht's die Treppe rauf zum Büro vom Direktor. Richtig? Richtig. Und sei vorsichtig. Wir haben da Nachtwächter. Lass dich nicht erwischen. Gut. Das ist eigentlich genau der Plan, was sie jetzt gesagt hat. Das war eigentlich genau so geplant. Nur mit einem kleinen Unterschied, was die ganze Sache viel erleichtert. Aber das werdet ihr dann schon noch sehen. Gut. So, den Plan haben wir. Das heißt, jetzt gibt's aufs Gesicht. Gleich. So, sie noch zum Krankenhaus bringen. Und dann geht er ab. Nacht ist auch schon fast, das ist doch perfekt. So, hier. Hier werden wir. Lass mich hier beim Krankenhaus raus. Bitteschön. Das Amt ist gleich gegenüber. Ja. Also, danke fürs Mitnehmen, mein Junge. Kein Problem. Danke, Maria. Man sieht sich. Ciao. Läuft. Okay, so. Wo haben wir das Ding? Wo wäre eigentlich der Vordereingang? Das wäre mal nicht schlecht zu wissen. Weil ich... Ah, hier ist Vordereingang. Ah, okay. Alles klar. Gut, nee. Ja, du musst jetzt kurz Willst du mich verkohlen? Wie scheiße bist denn du? Warum wartest du nicht, du Vollidiot? Du siehst doch, dass ich hier umdrehe. Boah, sind alle so doof. Alter. Sind alle so doof. Na gut, okay. Und rein. Ich darf keiner entdecken.
So. In der Gasse werden wir schon mal, alles klar. Jetzt erstmal hier drüber. Vito, unser Anfängerkletterer. Ach, schön. Okay. Und pst. Gut, wir könnten oder wir sollten auch hoch. Genau, geht auch. Aber. Wie schon hier Maria gesagt hat, können wir hier rein. Und hier ist es, glaube ich, hier ist es auch. Wo das bestimmte Ding ist. Nee, oder nicht. Ich weiß nicht genau mehr, wo das Ding war, aber es war irgendwo hier. Ne, Quatsch, hier war das nicht. Wir müssen hier erst dann rein, glaube ich. Wenn mir nicht alles täuscht. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß, dass es hier ist, aber ich weiß nicht mehr wo. Okay. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Wo ist das Ding? Habe ich was verpasst oder so? Weil hier ist ja dann nur das Ding. Okay. Ich brauche einen verkackten Schalter, Mann. Wo ist der verkackte Schalter? Das kann ja nicht sein. Hier bin ich auch falsch. Der muss dann im Klo sein irgendwo. Wenn ich im Klo ist, weiß ich jetzt auch nicht. Au. Komme ich nicht rein, aber weißt du, ist ganz klar. Der muss hier sein. Nee. Hallo? Fuck. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin falsch. Ne, ich bin nicht falsch, aber ich bin irgendwie so falsch von der Mission. Also, Mann. Das ist der Vordereingang, schon klar. Sind alle oben. Hier komme ich rein.